kurstechnisch wieder in etwa dort, wo wir 2014 im Zuge des Dieselskandals waren und 2020, wo wir mitten im Lockdown standen. Das heißt, der Aktienkurs hat sich nicht gut entwickelt, obwohl eigentlich das letzte Geschäftsjahr von Volkswagen nicht so schlecht war. Und die Frage ist, wie kommt das? Thema Digitalisierung, IT, Software, Vernetzung spielt ja immer eine größere Rolle in der Automobilität und aber natürlich auch das Thema Elektromobilität. Wie steht VW deiner Einschätzung nach denn in diesen beiden Bereichen da? Die Volkswagen AG ist nicht nur der zweitgrößte Autobauer der Welt, sondern auch einer der größten Konzerne in Deutschland, auch einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Ein ganzes Sammelsurium an Automarken, ein Konzern, der polarisiert und ein Konzern, dessen Hauptversammlung jetzt gerade eben letzte Woche stattgefunden hat. Und deswegen sind wir heute eingeschaltet. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf den Aktienkurs. Mein Name ist Paul Petzelberger, das ist der YouTube-Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und mit dabei Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, auch Vorstandsmitglied der SDK und Hauptversammlungssprecher bei VW. Marc, lass uns mal auf den Aktienchart schauen. 115 Euro Kursvorzugsaktien. Wenn man den 10-Jahres-Verlauf sich anschaut, muss man ja eher sagen, Kurstränental. Ist das denn deiner Ansicht nach gerechtfertigt? Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Wir stehen kurstechnisch wieder in etwa dort, wo wir 2014 im Zuge des Dieselskandals waren und 2020, wo wir mitten im Lockdown standen. Das heißt, der Aktienkurs hat sich nicht gut entwickelt, obwohl eigentlich das letzte Geschäftsjahr von Volkswagen nicht so schlecht war. Und die Frage ist, wie kommt das? Und wahrscheinlich sieht man das Unternehmen schwierig, weil die Eigentümerstruktur und die Art und Weise, wie die Eigentümer mit dem Unternehmen umgehen, andere Aktionäre nicht wirklich in die Aktie lockt. Stichwort die Familien Porsche-Piëch. Das Land Niedersachsen, Katar, das die wesentlichen Eigentümer, die betreiben eine Unternehmenspolitik und eine Aktien- und Aktionärskultur, welche für andere Aktionäre abschreckend wirkt, nach unserer Überzeugung, und dazu führt, dass die Leute nicht in die Aktie gehen. Also eine enttäuschende Governance, ein enttäuschender Kursverlauf und, man muss auch sagen, sehr enttäuschend ein Hauptversammlungsformat. Du konntest dich nur einwählen virtuell, so wie ich dich kenne. Und uns als SDK war das sicherlich auch ein großer Kritikpunkt. Vielleicht kannst du noch mal so einen gesamten Überblick geben. Welche Themen standen im Fokus auf der Hauptversammlung? Na, es ist, wie du gesagt hast, es war leider eine virtuelle Hauptversammlung. Wir haben es auch massiv kritisiert. Letztes Jahr war ja eine Hauptversammlung in Präsenz. Dieses Jahr nur virtuell. Warum machen Sie es denn nicht dann wenigstens in beiden Formaten, hybrid, virtuell und in Präsenz? Die Argumentation zieht nicht. Das wurde auch von allen HV-Sprechern und Sprecherinnen kritisiert, auch von den großen Fonds. Das ist eigentlich nicht akzeptabel. Und es war wieder Vorstandsfernsehen. Es wurden uns tolle Filme präsentiert, die mit großem Aufwand gemacht wurden. Es gab keine Möglichkeit der Interaktion. Rückfragen waren nur schwierig zu stellen, Diskussionen kamen überhaupt nicht zustande. Wir Aktionärssprecher hatten auch keine Möglichkeit, uns untereinander auszutauschen, was wir ja sonst machen auf dem Parkett bei der Hauptversammlung, dass ich mit Hendrik Schmidt spreche oder mit Ingo Speich, DK, DWS, und man sich da austauscht und Meinungen einholt und Einschätzungen teilt. Das fiel alles weg und das ist schade, das darf nicht sein, das ist schlecht, da ist Volkswagen ein mieses Vorbild. Die Stimmung und die Fragen gingen wieder viel um Corporate Governance. Professor Strenger hat wieder zu Recht auch konkrete Corporate Governance-Fragen und Gegenanträge auch gehabt. Die vielen Abweichungserklärungen, die Volkswagen wieder hatte vom deutschen Corporate Governance-Kodex, die zahlreichen Fragen auch Richtung Aufsichtsrat und Aufsichtsratsbesetzung. Sind denn die Aufsichtsräte wirklich unabhängig besetzt? Nein. Abweichen Volkswagen von der selbst gesteckten Altersstruktur immer wieder zugunsten der Familien. Das waren eigentlich die wesentlichen Fragen beim Corporate Governance. Klar, dieser Skandal, Verhinderung der Sonderprüfung. Jetzt schon seit einigen Jahren schmeißt Volkswagen da Sand ins Getriebe und ist da auch ein ganz, ganz schlechtes Vorbild für die deutsche Aktionärskultur. Andere Frage, Dividendenausschüttung. Da waren die Aktionäre auch nicht zufrieden, auch die Fonds nicht, wir nicht. Zur Frage der Höhe zu niedrig. Keine ausreichende Gewinnbeteiligung der Eigentümer am erwirtschafteten Gewinn des Unternehmens. Der Spread in der Dividende zwischen Vorzügen
Und Stammaktien, wieder das leidige Thema. Das heißt, wir haben eigentlich bei Volkswagen jedes Jahr 75% der Themen und Fragen sind dieselben wie im Jahr vorher und Vorstand und Aufsichtsrat gehen die nicht an. Das liegt daran, dass die Eigentümer das nicht wollen. Die Familien, das Land Niedersachsen, das Land Katar blockt da eine Fortentwicklung und das ist sehr, sehr schade. Lass uns vielleicht ein Thema noch ein bisschen näher beleuchten oder zwei hängen auch ein bisschen miteinander zusammen. Thema Digitalisierung, IT, Software, Vernetzung spielt ja immer eine größere Rolle in der Automobilität und aber natürlich auch das Thema Elektromobilität. Wie steht VW deiner Einschätzung nach denn in diesen beiden Bereichen da? Das ist natürlich das große Thema bei Volkswagen, eigentlich auch die Geschäftspolitik, Geschäftsentwicklung. Digitalisierung, das Drama und Cariad, da hat jetzt Vorstand Dr. Blume das Steuer rumgerissen. Und man kann nur hoffen, dass es Volkswagen gelingt, hier besser zu werden, dass man Kooperationen eingeht, dass die einzelnen Konzernmarken auch eigenständig Dinge entwickeln dürfen. Aber da ist Volkswagen natürlich auf einem sehr, sehr ins Hintertreffen gekommen. Ganz interessant ist, und das ist eine Denke, die sich hoffentlich im Konzern durchsetzt, dass man anfängt, das Auto zu denken von der Digitalisierung her. Na, das ist ganz spannend, dass Volkswagen sagt, wir denken, wenn wir ein Auto jetzt machen, denken wir zuerst von der Software, dann denken wir von der Hardware und dann erst denken wir, was soll das Auto können. Weil das ist das, was auch die Nutzer in den nächsten Jahren bei ihrem Auto sehen wollen. Wir sollen sehen, dass die Digitalisierung, die Software das A und O ist und der ganze Rest kommt hinten dran. Volkswagen fängt hoffentlich auch an, so zu denken und kriegt bei der Digitalisierung hoffentlich die PS auf die Straße. Aber das bleibt schwierig. Das andere große Frage war natürlich von der Geschäftsleistung her, Unternehmensleistung her, China. Man hat eine massive Absatzkrise in China. Andererseits sieht man auch oder sieht man hoffentlich bei Volkswagen, dass man irgendwie De-Risking von China machen muss, weil natürlich die politischen Spannungen, die handelspolitischen Spannungen zwischen Europa und China zunehmen, die politischen Spannungen zwischen China und USA nehmen, zum Stichwort Taiwan. Und wenn es da irgendwann zu Sanktionen, Auseinandersetzungen kommt, dann ist natürlich Volkswagen massiv betroffen, wenn es nicht schafft, sich ein bisschen von China unabhängig zu machen. Gleichzeitig muss es schauen, natürlich, dass es in China wieder gut Fuß fasst als Absatzmarkt. Das ist ein zweischneidiges Schwert und da muss ja der Vorstand das glaube ich, noch anders navigieren und in mehr Bewusstsein navigieren, dass China auch ein Risikofaktor ist. Das dritte, Modellpolitik. Viele sind der Ansicht, wir teilen auch diese Ansicht, dass eigentlich die Modelle zu viele sind, zu unübersichtlich bei Volkswagen. Was ist eigentlich was? Also mir geht es inzwischen auch so, wenn ich einen Volkswagen sehe auf der Straße, kann ich nicht mehr sagen, was ist das eigentlich für ein Modell, weil es so viele unterschiedliche sind, dass man eigentlich nur noch so die Signature-Modelle auseinanderhalten kann, aber nicht mehr das andere, nicht mehr die übrigen. Auch die Marken, zu viele Marken im Konzern, das eigentlich zu entwirren. Das war der Punkt hinsichtlich der Markenstrategie. Dann ist natürlich der große Punkt, ja, das günstige Elektroauto. Volkswagen ist eigentlich dazu aufgerufen, ein günstiges Elektroauto auf den europäischen Markt zu bringen, um gerade den Chinesen auch hier die Stirn zu bieten. Und da gab es ja die Nachrichten über die Kooperation mit Renault. Ja. Ja, da hast du ja auch, ich habe dich in den Medien verfolgt, du wurdest oft an einigen Stellen zitiert, eine klare Meinung auch geäußert zu diesem ganzen Ablauf mit Renault. Ja, ich denke, es wäre sinnvoll gewesen, diese Kooperation mit Renault zu bevorzugen. Man hat ja kurz vor der HV erklärt, die Kooperationsgespräche mit Renault sind endgültig gescheitert, man will es alleine machen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Man vernimmt hinter den Kulissen, das Grund für das Scheitern waren die Einwände des Betriebsrates. Der Betriebsrat will, dass das in den VW-Werken produziert wird, dass in Deutschland produziert wird. Und ich weiß nicht, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Gegen die starken chinesischen Wettbewerber ist, glaube ich, eine starke europäische Kooperation angesagt. Die hätte mit Renault und Volkswagen eigentlich gut funktionieren können. Klar ist, dass natürlich der Betriebsrat von Volkswagen will, dass die Beschäftigten von Volkswagen vor allem in Deutschland das schrauben, aber ich glaube, man muss bereit sein, auch Abstriche zu machen, um solche großen, festen, schwerwiegenden Kooperationen hinzubekommen. Und klar ist doch auch, wir in Deutschland werden nicht die günstigen Autos fertigen. Wir in Deutschland sind Hochpreisland und müssen deswegen hochqualitative Top-Spitzenprodukte hier in Deutschland herstellen. Nur die kriegen wir dann auch verkauft. Günstiges Elektroauto für den Einsteigermarkt, der wird nicht in Deutschland produziert werden können. Dafür ist Deutschland zu teuer.
Das heißt, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man diese europäische Kooperation vorantreibt, im Sinne eines starken Europas, aber Volkswagen hat sich dazu nicht imstande gesehen. Stattdessen kam dann am Abend vor der HV die Mitteilung, dass Volkswagen jetzt bis 2027 ein eigenes günstiges Elektroauto für 20.000 Euro auf den Markt bringen will. Hoffen wir, dass diese Ankündigung gehalten wird. Klar ist, das ist jetzt schon viel zu spät. Man hätte das viel früher haben müssen. Und die chinesischen Wettbewerber Xiaomi, den wir als Handyhersteller kennen, der hat jetzt sein erstes Elektroauto auf den Markt gebracht, die sind viel schneller als Volkswagen und da muss Volkswagen aus seiner Schläfrigkeit rauskommen. Marc, danke für das kompakte, kurze Update an alle Zuschauer. Wenn euch das Format gefällt, einfach kurze, kompakte Einblicke von Hauptversammlungen, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und besonders schreibt in die Kommentare, gerade bei so einem Unternehmen wie VW, freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, auf eure Rückmeldung. Marc, du hast das letzte Wort. Ja, abonniert den Videokanal der SDK unbedingt und werdet Mitglied bei der SDK. Nur so sind wir eine starke Gemeinschaft und können auch solchen Unternehmen wie Volkswagen Druck machen mit Aktionärskultur, Corporate Governance, dass die Dinge da vorangehen. Wir sind einen Riesenschritt weitergekommen in den letzten Jahren. Jetzt bei der Hauptversammlung Volkswagen hat man gesehen, dass unsere Stellung, unsere Position dazu eigentlich in allen Medien berichtet wurde, zitiert wurde. Das heißt, wir sind stark und kommt zu uns, dann werden wir noch stärker. Super, Marc, das habe ich erwartet. Das kannst du immer am besten auch noch motivieren, dass die Leute Mitglied werden bei uns. Und das ist wirklich eine große Unterstützung. 75 Euro im Jahr, wenn euch einfach diese Themen wichtig sind. Kapitalmarkt, Anlegerschutz, werdet Mitglied bei uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Paul. Ciao. Ja, passt, oder? Ja, jetzt waren es 10 Minuten sowas. Ja, 11 Minuten. Jetzt brauchen wir noch einen coolen Abspann. Weiß nicht, irgendwie ein bisschen jonglieren oder nochmal die Leute motivieren, dass sie, wir haben es zwar schon gesagt, aber oder die müssen, du musst es nochmal sagen, dass die unseren Kanal abonnieren. Wir müssen jetzt mal über die 10.000 Abonnenten kommen. Ja. Bist du bereit? Dann leg einfach los. Ja. Ihr alle wisst, in Deutschland wird geredet über die Altersvorsorge, Aktienrente, wie geht es weiter mit unseren Renten, Pensionen. Und deswegen müsst ihr anfangen, euch auch mal selber drum zu kümmern, euch kundig zu machen, Informationen einzusammeln. Wo kann man das besser machen als bei uns, bei der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Deswegen abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied für lächerliche 75 Euro im Jahr. So günstig kriegt ihr keine Riester-Rente. Und insbesondere informiert euch, investiert in Aktien. Wir sind der richtige Ort, damit ihr da clever und informiert seid. Kommt zu uns, werdet clever, kümmert euch um eure Zukunft mit uns.